Sie recht, recht herzlich begrüßen zum Hakab-Schlafett-Talk nach dem Heimspiel gegen Braunschweig. Bei uns hier oben ist Manon Busch. Danke dir, Manon. Wie groß ist die Enttäuschung? Der Einsatz war groß, der Löwen heute. Ja, die Enttäuschung, die ist einfach riesig. Es ist immer schwierig, Worte nach so einem Spiel zu finden, wenn man sich als ganze Mannschaft, wenn man sich reinlegt und ja, wenn man sich so viele Chancen erarbeitet, aber am Ende einfach nichts Zählbares bei rumkommt, das ist einfach scheiße. Jetzt habt ihr, und das hat jeder gesehen, ihr hattet euch eine ganze Menge vorgenommen, die Einstellung hat wirklich gestimmt. Es ist definitiv so, wenn du da in Führung gehst, dann gewinnst das Ding wahrscheinlich. Aber mit der ersten Chance machen die Braunschweiger das 1-0 und dann musst du natürlich aufmachen, dann haben die auch ihre Chancen. Aber es hat eigentlich alles gestimmt, das sieht man auch die letzten Spiele schon. Einzig die Chancenverwertung ist es dann immer wieder. Wir brauchen, ich weiß nicht wie viele Chancen, um endlich mal ein Ding zu machen. Heute auch wieder Latte, Pfosten, da sind die Jungs alleine vor dem Torwart. Ja, also ich will ja den Stürmern und unseren Angreifern überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Die Jungs, die ackern, die kämpfen, machen, tun, arbeiten sich die Chancen. Irgendwann Platz erklimmen einfach nur. Ich hoffe einfach, dass das jetzt möglichst schnell passiert. Weil wir brauchen einfach Tore, wir müssen in Führung gehen, wir müssen dann weitermachen, wir müssen Punkte holen, wir müssen gewinnen. Das wissen wir, das nehmen wir uns immer vor. Dafür arbeiten wir hart, trainieren wir hart. Aber ja, das ist dann einfach so, wenn du dann unten drin stehst und du bist dann eigentlich klar die bessere Mannschaft und die Mannschaft, die steht da oben und die haben eine Chance, vielleicht zwei, drei im Spiel und machen dann ihr Ding und wir brauchen halt das Doppelte, Dreifache. So, das zieht sich jetzt halt auch schon durch ein paar Spiele und da müssen wir einfach ansetzen. Wir müssen ein bisschen vorne die Buden machen und dann denke ich, dass wir uns dann auch da unten noch rauskämpfen können. Das ist gerade angesprochen, auch ein Braunschweiger Fan hat es uns gerade gesagt im Aufzug, das war so ein Kick, wenn du oben stehst, dann gewinnst du so ein Spiel. Wenn du unten drin hängst, verlierst du die Partie. Genauso war es heute wieder. Jetzt bleiben drei Spiele. Dresden, Bochum, Heidenheim. Logisch, da kann man auch die Punkte holen, aber du hättest wahrscheinlich auch vor dem Spiel unterschrieben, ein Punkt heute gegen den Tabellenzweiten, gegen Braunschweig, wäre wahrscheinlich auch schon was gewesen, mit was man zufrieden gewesen wäre. Ja, das kann ich nicht ganz unterschreiben, weil wir wollen immer gewinnen. Und schon vorher zu sagen, komm, wir spielen heute auf Unentschieden, das gibt es eigentlich nicht für uns, sondern wir stehen immer in der Kabine, wir schwören uns da alle zusammen und auch spielen einfach drauf ein, wir wollen gewinnen, wir wollen keine Unentschieden holen, weil ein Unentschieden bringt dich im Endeffekt auch nicht großartig voran. Und ja, wir müssen einfach Siege einholen. So. Und natürlich ein Unentschieden jetzt im Nachhinein gegen Braunschweig, ja okay, aber man muss hier gewinnen, du spielst zu Hause und ja. Ein Satz hat gestimmt. Was müsst ihr mitnehmen von heute Nachmittag für ein schwieriges nächstes Auswärtsspiel? Ja, ich glaube, dass wir dadurch, dass auch einfach wirklich die Einstellung gestimmt hat und dass wir wirklich Chancen rausgespielt haben, dass wir teilweise wirklich die bessere Mannschaft waren, dass wir da einfach weitermachen müssen. So. Und dass wir uns einfach nur noch mehr auf den Abschluss konzentrieren und vielleicht noch zielstrebiger die Tore machen. Und ja, dann müssen wir Verteidiger müssen hinten den Kasten dicht halten und ja, da muss vorne einfach die Bude gemacht werden und fertig. Ein recht harter, ja. Sie dürfen gerne applaudieren. Ein Nachmittag, der nicht nach unserem Geschmack war. Da sieht es dran, viele waren es nicht, die hier im 60er Club Bahnhof dieses 1-0 für Braunschweig getippt haben. Werden wahrscheinlich viele auf einen Löwensieg getippt haben, die da leider nicht mehr mit dabei sind. Zieh uns bitte schnell. Das gibt es jede Woche hier im 60er Club nach jedem Heimspiel. Zieh uns bitte schnell den Gewinner von der Stadtsparkasse München. Darf ich sagen, gibt es für unser letztes Heimspiel 2 Tickets hier heroben. Und zwar für Michael Fleischmann aus Weiersdorf 92360. Wenn er noch da ist, nimmt ihr die Tickets gleich mit. Ansonsten kommen sie die nächsten Tage per Post. Manu, drei Spiele bleiben. Wir wünschen uns, dass es klappt mit dem Klassenerhalt. Wir glauben dran. In den Jahren zuvor, letztes und vorletztes Jahr, hat es auch funktioniert und die Einstellung hat heute gestimmt. Dankeschön, Manon Busch heute beim Hakab-Schlafett-Talk.